vielen Dank. Vielen Dank euch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ihr seht dieses Bild. Dieses Bild ist in der Anfangszeit von Loftfilm entstanden. Damals war ich noch One-Man-Show, ja, selbstständig, und ich bin um die Welt gereist. Dieses Bild ist in Vietnam entstanden. Das war eine von meinen Reisezielen, und ich bin damals von Land zu Land geflogen mit meinem Laptop und habe von unterwegs Kunden gefunden und von unterwegs Erklärvideos erstellt. Das war eine ziemlich geile Zeit. Ja, ich bin viel gereist, war total scheiße für meinen CO2-Fußabdruck, aber es war eine aufregende Zeit. Ich habe viel gesehen, war in vielen Ländern unterwegs. Es gab eine Sache, die hat mich massiv gestört, und jeder von euch, der viel reist, der viel unterwegs ist, kennt das vielleicht. Und zwar, wenn man im Ausland bezahlen muss. Dann nimmt der Bankautomat die Karte nicht, dann funktioniert es im Restaurant nicht, dann weißt du nicht, hat es mit dem Wechselkurs jetzt gepasst, dann sind da riesen Gebühren auf der Karte und es ist einfach nur nervig. Und eines Tages hat mir ein Freund dieses Problem für immer gelöst. Der hat mir von einer Firma erzählt, diese Firma heißt Revolut, und diese Firma macht diese Kreditkarte hier. Wieso erzähle ich euch das? Diese Kreditkarte hat damals, war genau das, was ich gesucht habe. Ich wusste aber nicht, dass das existiert. Ich konnte überall kostenlos Geld abheben. Ich konnte überall gebührenfrei zahlen. Ich habe eine App. Ich konnte sogar in Flughafen-Lounges rein, ja, über diese Karte. So, keine Sorge, es gibt kein Affiliate-Programm mit Revolut, sondern ich will euch das erzählen, weil ich damals ein echtes Problem hatte und es gab eine Firma, die die perfekte Lösung für mich hatte. Und genau so ist es bei euch auch. Es gibt Menschen da draußen und die brauchen euer Angebot. Die wissen aber vielleicht noch gar nicht, dass es euch gibt. Vielleicht haben die auch schon mal von euch gehört, aber haben noch nicht verstanden, wie geil euer Angebot ist. Und dass es genau das fehlende Puzzlestück ist. Das, was sie jetzt gerade brauchen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie ihr es schafft, sichtbar zu werden, ja, bei diesen Kunden, bei diesen Menschen, die einfach sich freuen würden, wenn sie wüssten, dass es euch gibt. Und wie ihr es schafft, denen zu erklären, hey, ich bin für dich da, ich habe die Lösung für dich. Es gibt verschiedene Wege, Kunden zu finden. Ja, es gibt Empfehlungen, Netzwerk, es gibt Messen. Ja, vielleicht hat der ein oder andere auch hier schon einen Kunden gefunden. Oder bezahlte Werbung. Es gibt viele andere Wege. Alle diese Wege haben eine Sache gemeinsam. Und zwar, der Kunde oder der Interessent muss verstehen, was ihr tut. Muss verstehen, dass euer Angebot geil ist, bevor er kauft. Und das schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr das schafft, eurem Kunden klarzumachen, warum ihr das, die perfekte Lösung für ihn habt, wenn ihr das schafft, werdet ihr Premiumpreise abrufen können. Ihr werdet weniger Einwände bekommen. Die Leads, die Anfragen werden viel wärmer sein. Ihr werdet mehr Anfragen bekommen und dadurch natürlich letztendlich auch mehr Umsatz machen. Warum weiß ich das? Weil genau das ist, was wir tun den ganzen Tag. Wir sind Loftfilm, wir sitzen in München und wir erklären die Angebote von unseren Kunden, bringen sie in die Sichtbarkeit. Und wir sehen genau diese Effekte bei unseren Kunden. Wir sehen, dass die höhere Preise abrufen können, dass die wärmere Anfragen bekommen, dass die mehr Anfragen bekommen. Und das möchte ich euch heute zeigen. Und keine Sorge, mein Vortrag wird sich nicht darum drehen, hey, ihr müsst alle unbedingt ein Erklärvideo machen. Was ich euch heute mitgeben möchte, sind die Learnings, die wir gemacht haben in über 2.500 Kundenprojekten. Und wo wir gemerkt haben, was sind die Dinge, die wirklich einen Unterschied gemacht haben bei unseren Kunden und bei unseren Projekten. Und da haben wir drei Bremsen festgestellt, die fast jedes Unternehmen hat. Bremsen, die dafür sorgen, dass eben eure Kunden noch nicht verstehen, wie genial ihr seid. Und diese Bremsen, eine, zwei, vielleicht auch alle drei, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch bei euch finden. Euch ist allerdings aktuell noch gar nicht bewusst, dass es diese Bremse gibt. Das sind versteckte Bremsen. Ihr denkt vielleicht sogar, oh, wir machen das gerade extrem gut. In Wirklichkeit bremst euch das aber massiv aus. Das schauen wir uns jetzt an. Also, erste Bremse, du hast ein gutes Angebot. Wie viele von euch glauben, sie haben ein gutes Angebot? Ja, so ungefähr 80%. Der Rest sind Dropshipper. Nein, Spaß beiseite. Wir alle glauben, wir haben ein gutes Angebot. Ja, sonst würden wir es nicht machen. So. Und warum kann das ein Problem sein? Warum kann euch das ausbremsen? Vielleicht kennt ihr diesen Glaubenssatz. Ein gutes Angebot verkauft sich von alleine. Wer hat das schon mal gehört? So oder so ähnlich?
fast jeder. Viele Menschen glauben, wenn ich ein gutes Angebot habe, wird sich das automatisch durchsetzen am Markt. Ist aber nicht so. Die Wahrheit ist doch die, Kunden kaufen nicht das beste Angebot. Die kaufen das Angebot, bei dem sie glauben, dass es am besten ist. Ein gutes Beispiel ist die Lebensmittelindustrie. Schauen wir uns mal an, wie zum Beispiel so ein Foto entsteht. Wer würde sagen, sieht lecker aus, hätte ich Bock, da reinzubeißen. Geiler Nachtisch. Ja, einige auch nicht. Aber ich würde sagen, das sieht an sich lecker aus und schmeckt bestimmt gut. Alle, die sich gerade gemeldet haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt Motoröl gegessen. Schauen wir uns das mal an. In der Lebensmittelindustrie ist es nämlich so, dass dann ein bisschen bei der Werbung die Lebensmittel so inszeniert werden, dass sie wirklich lecker aussehen. Zum Beispiel hier, anstatt ein echtes Spiegelei zu nehmen, kommt dann Pfirsich rein und Joghurt. Oder hier bei der Pizza, anstatt echten Pizzakäse zu nehmen, ja, seht ihr hier, wird Kleber verwendet. Warum? Weil das leckerer aussieht, käsiger als der echte Käse. Und hier bei den Pfannkuchen wird eben Motoröl drüber geschüttet, weil das einfach leckerer, appetitlicher aussieht. Und wir vergleichen das mal, der echte Sirup mit dem Motoröl. Und ihr seht, der Sirup, der sieht einfach nicht so geil aus. Wahrscheinlich schmeckt er gut. Aber das Problem ist, wenn ihr euer Angebot so erklärt, wie es wirklich ist, wenn ihr sagt, schau mal, so, das mache ich, dann wirkt das nicht so lecker, wie es eigentlich ist. Man sieht zwar, okay, ich habe gesehen, was die machen, aber man versteht nicht, oh, das ist richtig geil. Das heißt, was ihr schaffen müsst, ist, euer Angebot so zu präsentieren, dass es einfach direkt richtig lecker aussieht. Oder kurz gesagt, ihr müsst Motoröl über euer Angebot kippen. Ja, sprichwörtlich. Ich zeige euch direkt ein konkretes Beispiel. Wir haben einen Kunden und der ist eine Musikschule. Das wäre jetzt die Variation zu erklären, ja, ich habe halt eine Musikschule, ich bringe dir halt ein Instrument bei. Klingt erstmal jetzt nicht so spannend. Jeder hat eine eigene Assoziation auch damit, ja, was eine Musikschule, ich denke zum Beispiel immer an Musikunterricht in der Schule. Das war schrecklich für mich, musste einmal vorsingen. Ich bin ein katastrophaler Sänger. Ich habe auch eine Mitleids-3- bekommen von meinem Lehrer. Und das ist so die erste Assoziation, die ich bekomme, wenn ich gesagt bekomme, ja, wir sind halt Musikschule. Ihr habt eure eigene Assoziation. Und was wir für diesen Kunden gemacht haben, ist, wir haben ein Erklärvideo gemacht und sein Angebot, wir haben Motoröl drüber geschüttet. Wir haben nicht gesagt, hey, du bist einfach nur eine Musikschule, sondern wir erklären jetzt, wie geil du wirklich bist. Und diesen Film habe ich euch mitgebracht, den schauen wir uns mal an. Musik begeistert. Musik verbindet Menschen. Musik ist das, was uns zusammenhält. Stell dir vor, auch du könntest deine Lieblingsstücke spielen. Wir sind Greif Music, deine mobile Musikschule. Bei uns lernst du dein Instrument ganz einfach von zu Hause. Egal ob Klavier, Gitarre, Geige, Saxophon oder Schlagzeug. Du hast noch kein Instrument? Bei uns bekommst du eins zur Miete. Du kannst es in Ruhe ausprobieren und musst kein großes Geld ausgeben. Egal wo du bist, unseren Unterricht bieten wir auch online an. Deine Stunden kannst du ganz flexibel an deinen Terminkalender anpassen. Gemeinsam mit einer Lehrkraft, die deine Begeisterung teilt, lernst du deine Lieblingssongs. Und das Ganze kostet nicht mehr als bei anderen Musikschulen. Musik begeistert. Überzeuge dich selbst. Buche jetzt deine kostenlose Schnupperstunde. Also ein Satz, den wir uns zum Beispiel ausgedacht haben, ist, wir sagen nicht, wir bringen dir ein Instrument bei, sondern wir sagen, lerne deinen Lieblingssong, dein Lieblingsstück auf einem Instrument zu spielen. Was gibt es hier noch? Hey, wir machen das auch von zu Hause. Du kannst es online machen. Wir bringen dir ein Instrument mit. Auf einmal sieht dieses Angebot richtig lecker aus. Auf einmal hat man das Gefühl, okay, das ist die geilste Musikschule, die ich je gesehen habe. Ich möchte unbedingt dahin. Und ihr dürft nicht vergessen, auch bei euch gibt es Dinge, die euch besonders machen. Warum ihr geiler seid als die Konkurrenz. Warum man ausgerechnet zu euch kommen soll. Und diese Dinge müsst ihr kommunizieren. Das Ergebnis bei Paul zum Beispiel war, der hat vorher so 50 Anfragen im Monat bekommen. Durch den Film, durch diese Erklärung ist es auf 300 Anfragen im Monat hochgegangen. Warum? Weil vorher die Leute gesagt haben, ja, ich gehe jetzt zur Musikschule A oder zur Musikschule B, ich suche mal halt eine raus. Und sie jetzt gesagt haben, okay, das ist geil, ich will unbedingt dahin.
Also merkt euch das, ihr müsst es schaffen, euer Angebot so zu präsentieren, damit man versteht, wie geil das ist. Jetzt mal ganz konkret, wie macht ihr das? Ihr müsst mehr in Benefits kommunizieren und weniger in Features. Was heißt das? Ein Feature ist die Eigenschaft eines Angebots, also was genau ihr tut, ja, wie das Angebot beschaffen ist. Der Benefit ist der Mehrwert für den Kunden. Was hat er davon? Ein konkretes Beispiel. Ich gehe zum Autohändler und sage, ja, das Auto hat ABS und dieses Auto, das liegt sicher in der Kurve, auch wenn es glatt ist. Welches Auto würdet ihr lieber kaufen? Ich habe zweimal die gleiche Sache gesagt. Ich habe einmal gesagt, das ist das Feature, das hat ein Antiblockiersystem und einmal habe ich gesagt, du bist sicher, auch wenn du schnell um die Kurve fährst. Ein guter Trick ist, einfach immer zu sagen, Feature, das heißt und dann den Benefit. Ja, dieses Auto hat ein Antiblockiersystem, das heißt, auch wenn es nass und rutschig ist, bist du sicher, liegst du sicher auf der Straße. So müsst ihr euer Angebot erklären. Das war die Bremse Nummer 1. Nicht glauben, nur weil ihr ein gutes Angebot habt, dass sich das von alleine verkauft. Kommen wir zu der zweiten Bremse. Dein Angebot hilft ganz vielen Menschen. Und ihr fragt euch vielleicht wieder, ja, ist doch gut. Wie kann das schlecht sein? Ich war letztens auf der Autobahn unterwegs. Abends war dunkel, es hat geregnet und ich habe Hunger bekommen. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin jemand, wenn ich Hunger habe, ich werde dann extrem hangry. Ich habe dann richtig schlechte Laune. Die ganzen anderen Autofahrer sind alle Arschlöcher. Und ich sitze da, mein Bauch knurrt, es regnet und dann sehe ich am Horizont das goldene M. Ich bin runtergefahren, habe natürlich meine Revolut-Karte rausgeholt und einen Burger gegessen. Wer von euch war schon mal bei McDonald's in so einer ähnlichen Situation? So, ziemlich jeder, fast keine Hand blieb unten. So, wer von euch würde sagen, McDonald's macht den geilsten Burger? Niemand. Dafür ist McDonald's auch nicht da. McDonald's hat nicht das Ziel zu sagen, hey, wir wollen den geilsten Burger sein, beste Preis-Leistungs-Verhältnis, beste Qualität. Ja, niemand von euch geht zum ersten Date ins McDonald's. Hoffe ich zumindest. So. McDonald's ist für einen ganz bestimmten Zweck da. McDonald's schmeckt überall gleich, du kennst es. Ja, wenn du morgens um 3 Uhr aus dem Club rausfällst und einen über den Durst getrunken hast, weißt du, oh, McDonald's hat noch offen, da gehe ich jetzt hin. Das ist für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Und einen großen Fehler, den ihr nicht machen dürft, ist zu versuchen, hey, wir sind für alle. Wir machen den besten Burger, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch fürs erste Date sind wir da. Das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. Und auch hier will ich euch mal ein Beispiel mitgeben, dass ihr einfach seht, wie das in der Praxis aussehen kann. Wir haben zum Beispiel einen Kunden und der macht ein Coaching für Filmemacher. Das bedeutet, die Zielgruppe, die Leute, die wir ansprechen wollen, sind Filmemacher. Das Problem, was wir ein bisschen hatten bei dem Projekt, war das folgende. Und zwar, dass dieser Coach hat im Prinzip den Claim gehabt, hey, wenn du Filmemacher bist, ich zeige dir, wie du mehr Geld verdienst. Das Problem an der Sache ist, dass Filmemacher sich eher so als Künstler sehen. Denen geht es gar nicht so sehr um die Kohle. Ja, wenn du sagst, willst du mehr Geld verdienen, sagen die, nee, ich will noch geilere Filme machen, noch größere Projekte. Also haben wir uns überlegt, wie können wir diese Zielgruppe ansprechen? Und haben alles aufgeschrieben, ja, wie diese Zielgruppe tickt. Die mögen Hollywood-Filme. Ja, ich bin selbst Filmemacher, ich bleibe selbst bis um 3 Uhr morgens wach, um die Oscars live zu schauen. Sehen sich als Künstler, machen den Job nicht, weil sie reich werden wollen. Die sind technikaffin. Ja, die meisten Filmemacher sind so Autodidakten, die so an Kameras rumvorwerken und da mega Spaß dran haben. Und sie haben natürlich einen hohen Anspruch an Videos. Also haben wir uns überlegt, wie können wir schaffen, die mit einem Erklärvideo anzusprechen und wirklich abzuholen. Und ich zeige euch gleich diesen Film. Und wenn wir den anschauen, behaltet mal diese Punkte im Kopf. Die mögen Hollywood-Filme, die sehen sich als Künstler, die machen den Job nicht wegen der Kohle. Das Feindbild eines Filmemachers ist so der böse, grimmige Banker. Die sind technikaffin und haben einen hohen Anspruch an Videos. Und das ist der Film, den wir für diesen Coach gemacht haben. Als Videoproduzent bist du lieber Künstler oder Unternehmer? Sind wir mal ehrlich, wem es ums Geld geht, der arbeitet in einer Bank oder überfällt eine Bank. Filmemacher wird man sicher nicht wegen der Kohle. Aber nerven dich nicht die unterbezahlten Aufträge? Und dass du nie weißt, wann das nächste Projekt kommt? Mal funktioniert dein Netzwerk perfekt, mal passiert wochenlang nichts. So kann dein Unternehmen nicht planbar wachsen und du kannst nicht mit der Qualität produzieren, die du eigentlich abliefern möchtest.
So, danach kommt, wer ich bin, was ich mache und so weiter. Aber das, was ihr hier gesehen habt, ja, ist, dass wir wirklich versucht haben, die Filmmacher ins Herz zu treffen. Und unter dieser Werbung, das lief auf Facebook als Ad, kamen Kommentare wie, das ist die beste Werbung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wieso? Weil wir genau diese Zielgruppe angesprochen haben. Und klar hätten wir auch versuchen können, ja, zu sagen, hey, wir machen jetzt ein Coaching für alle, wir sprechen alle Unternehmer an, aber das hätte nicht so gut funktioniert. Das hat so gut funktioniert, weil diese Zielgruppe gemerkt hat, wow, das ist genau für mich. Und genau das müsst ihr auch schaffen. Ihr müsst euch überlegen, wie tickt meine Zielgruppe, für wen bin ich nicht, was sind meine Feindbilder, ja, was sind vielleicht die Feindbilder von meinen Kunden. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr eure Werbeanzeigen, eure Webseite, eure Broschüren, eure Verkaufsgespräche, wenn ihr die so gestaltet, dass diese Zielgruppe merkt, wow, das ist genau das Angebot für mich, genau das, was ich gesucht habe, dann wird das auch viel besser funktionieren und sich viel besser verkaufen. Also, Bremse Nummer 2, seid nicht für jeden, sondern überlegt euch, für wen bin ich nicht und wie ticken diese Menschen, die ich erreichen möchte. Kommen wir zum dritten Punkt. Die dritte Bremse, die wir immer wieder sehen, ist, dass alle Unternehmer denken, ich habe mein Angebot schon ausreichend erklärt. Sehen wir immer wieder in Gesprächen, ja, steht ja alles auf meiner Webseite, ich erkläre das schon richtig, meine Kunden wissen schon, was ich tue. Und diese Erklärungen sehen dann halt meistens so aus. Ja, für solche Posts gibt es eine Bezeichnung bei Facebook, TLDR. Wer weiß, was das heißt? Too long didn't read. Ja, vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Werbeanzeige gesehen oder so ein Post und gesagt, pff, zu lang. Und auch auf der Webseite. Ja, laut Studien werden maximal noch 20% von euren Webseitentexten gelesen. Das heißt, selbst wenn ihr alles erklärt habt, bis ins letzte Detail, heißt das trotzdem nicht, dass euer Kunde oder euer potenzieller Kunde auch das weiß, was ihr tut. Der liest das nicht. Das bedeutet, im ersten Schritt, ihr sollt Videomarketing machen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Wie viele von euch machen schon Videomarketing in der einen oder anderen Form? Ja, ich würde sagen, doch mehr als 50%. Alle, die es jetzt nicht gemeldet haben, ihr habt pauschal euer Angebot noch nicht ausreichend erklärt. Selbst wenn ihr den perfekten Text habt, den liest niemand. Ihr müsst also in Videos kommunizieren. Das ist super wichtig. Aber ich möchte euch jetzt auch noch ein paar konkrete Tipps mitgeben, ja, wie ihr das macht und wie ihr jeden einzelnen Marketingtext in Zukunft verbessern könnt. Und zwar gebe ich euch mit einen Auszug aus unserer Floskel-Blacklist. Das ist eine Blacklist, die jeder von unseren Drehbuchautoren kennt. Das sind Worte, die man nicht verwenden darf in einem Loftfilm. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber in der Regel ist es so, dass diese Worte nicht verwendet werden dürfen. Eine dieser Floskeln ist zum Beispiel innovativ. Innovativ ist das uninnovativste Wort, das es gibt. Jeder ist innovativ. Ja, selbst Harald, 55, Familienunternehmer der dritten Generation, der sagt auch von sich, wir sind total innovativ. Also streicht dieses Wort. Hochwertig. Habt ihr jemals schon mal erlebt, dass ein Unternehmer gesagt hat, also mein Angebot, das ist nicht hochwertig. Das sagt jeder von sich. Und wenn jeder das sagt, verliert es an Wertigkeit. Kundenorientiert. Auch das, ja, sagt jeder von sich. Was ihr stattdessen machen müsst, ist dieses Wort übersetzen in Feature plus Benefit, was wir vorher schon gelernt haben. Das heißt, hochwertig oder sagen wir mal kundenorientiert, ja, ist zum Beispiel, anstatt zu sagen, ja, wir sind kundenorientiert, sagt lieber, wir sind 24/7 für Sie erreichbar, das heißt, auch wenn am Wochenende Ihre Server ausfallen, können wir das Problem schnell für Sie fixen und Sie sind wieder online. Das wäre ein Beispiel, wie ein IT-Dienstleister erklären könnte, dass er kundenorientiert arbeitet. Oder dynamisch, was heißt das überhaupt? Ja, digital. Anstatt zu sagen, wir sind digital, sagt doch lieber, bei anderen Versicherungen habt ihr ganz viel Papierkram, bei uns kannst du alles vom Smartphone oder Tablet aus machen. Wir sind digital. Ja, das Wort digital, da kann sich der Kunde nichts drunter vorstellen. Der eine sagt digital, alles mit AI automatisiert. Der nächste sagt, oh, wir nutzen jetzt Excel, wir sind voll digital. Erklärt den Kunden, was genau ihr damit meint, warum ihr besonders seid. Ja, lösungsorientiert, professionell, maßgeschneidert. Diese ganzen Worte, die alles und nichts sagen, die vermeiden. Ja, in jedem Marketing-Kontext. Übersetzen. Geht mal als Hausaufgabe auf eure Webseite und schaut mal, ob ihr irgendeinen von diesen Begriffen findet
Und wenn ihr den findet, übersetzt den. Erklärt, was ihr wirklich damit tut. Das gleiche gilt für euren letzten Facebook-Post. Ja, vielleicht auch für euer Verkaufsskript. Diese Worte streichen, übersetzen. Ich zeige euch noch einen Beispielfilm. Den haben wir gemacht für Alex Düsseldorf Fischer. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Und da geht es um das Thema Steuern sparen. Und das Thema Steuern ist extrem komplex. Es gibt extrem viel zu berücksichtigen. Ja, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, so einen Film könnte man relativ komplex formulieren. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben das ganz kurz gemacht. Nur Hauptsätze, ganz einfache Worte. Ich zeige euch mal den Film. Ihr werdet da keine Floskeln finden, sondern eben nur ganz klare Aussagen. Halbieren Sie Ihre Steuerlast. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich gucke mal, ob wir es nochmal starten können. So. Halbieren Sie Ihre Steuerlast. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, in Deutschland seine Steuerausgaben zu senken. Legal. Mehr als 4000 Selbstständige und Unternehmer vertrauen bereits darauf. Melden Sie sich kostenlos zum Webinar an. So. Halbieren Sie Ihre Steuerlast. Das ist schon direkt der Mehrwert. Das ist eine ganz einfache Aussage, habe ich direkt verstanden. Das geht. Legal. Mehr als 4000 Unternehmer machen das schon. Ganz einfach. Ihr müsst nicht so hochgestochen formulieren. Die meisten denken, sie klingen intelligenter, wenn sie da irgendwie Fachbegriffe machen und lange komplexe Sätze, aber die Praxis ist genau das Gegenteil. Ja, niemand checkt, was ihr macht, sagt das kurz und knapp, Hauptsätze, einfache Worte verwenden. Alex Fischer hat ungefähr, ich glaube, 15 Filme oder so bei uns gemacht, innerhalb von 4 Wochen hat sich das Investment verzehnfacht. Ja, warum? Weil es eben so klar kommuniziert ist und weil es Menschen da draußen gibt, die genau dieses Angebot brauchen und die sagen, geil, das ist die Lösung für mich. Genau wie damals für mich die Revolut-Karte die Lösung in meiner Situation war. Also, wir fassen nochmal zusammen. Ihr müsst Motoröl über euer Angebot kippen. Ihr dürft nicht einfach nur sagen, was ihr macht. Ihr müsst zeigen, warum das geil ist, was euch unterscheidet von der Konkurrenz. Ihr müsst es den richtigen Menschen zeigen, der richtigen Zielgruppe. Ja, nicht der Anbieter für alle sein. Und dazu noch einen wichtigen Gedanken. Ja, vielleicht kommt jetzt jemand und sagt, ja, ihr bei Loftfilm, ihr seid ja auch irgendwie für jeden. Ja, wir sind für jede Branche. Aber wir targetieren zum Beispiel Menschen, die ein bestimmtes Symptom haben. Und zwar das Symptom, du hast ein geiles Angebot, aber die Leute verstehen nicht, wie geil das ist. Das ist auch eine sehr enge Zielgruppe. Und wenn ich sage, ihr müsst eine spitze Zielgruppe haben, heißt das nicht, ihr dürft nur für Ärzte oder Anwälte oder Golfer sein. Ihr müsst nur euch überlegen, für wen sind wir und für wen sind wir auch ganz bewusst nicht. Und das Dritte, ihr müsst es kurz und knapp erklären. Ja, keine langen Texte, keine ausführlichen, komplexen Formulierungen. Und wenn ihr das schafft, dann könnt ihr deshalb höhere Preise abrufen, weil eure Kunden verstehen, dass ihr das wirklich wert seid. Wir haben das regelmäßig, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ja, ich habe ein anderes Angebot, ist ein bisschen günstiger, aber ich mache es mit euch, ich habe das bessere Gefühl. Ihr werdet weniger Einwände bekommen. Diese ganzen Einwände habt ihr alle schon angesprochen im Marketing. Die Leute wissen schon, was ihr tut. Das ist das Ziel. Ja, das Ziel sollte nicht sein, noch besser im Verkaufen zu werden, noch mehr Einwände zu behandeln. Das Ziel sollte sein, dass die Leute gar keine Einwände haben. Ja, bei uns ist so, dass 80% aller Leute, die im Strategiegespräch sitzen, am Ende einen Film kaufen. Warum? Weil wir dem Marketing schon erklärt haben, warum ihnen das hilft, warum das gut ist und so weiter. Ihr werdet mehr Anfragen bekommen und ihr werdet natürlich, wenn ihr mehr Anfragen habt, mehr Abschlüsse macht, dann werdet ihr auch mehr Umsatz machen. Und jetzt zum Abschluss habe ich euch noch was mitgebracht, ja, ein kleines Geschenk, man soll ja nicht ohne Geschenke kommen. Und zwar, was ich euch anbiete, wenn ihr das möchtet, ist, dass wir mal für euch eine Strategie machen, wie so ein Film aussieht. Ja, keine Sorge, das ist kein Verkaufsgespräch, sondern es geht darum, dass wir euch zeigen, wenn wir einen Film für euer Angebot konzeptionieren würden, wie würden wir den aufbauen. Und ihr werdet sehen, dass ihr in diesem Gespräch, wenn wir genau diese Dinge durchgehen, wie tickt eure Zielgruppe, für wen seid ihr nicht. Welches konkrete Problem löst ihr? Wir zeigen euch auch, wo wir den Film einsetzen würden. Ja, die ganze Erfahrung aus 2.500 Projekten. Und wenn ihr das möchtet, ja, tragt euch gerne ein. Wenn ihr am Ende sagt, hey cool, wir wollen jetzt auch einen Film bei euch machen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr sagt, nö, auch vollkommen in Ordnung. Ja, nehmt das gerne mit. Und wir sind auch heute noch den ganzen Tag, auch morgen noch den ganzen Tag hier. Ja, wir haben unten den blauen leuchtenden Messestand. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. Wenn ihr sagt, ich habe schon ein Marketingvideo, schaut doch mal drauf, gebt mal Feedback dazu. Auch das machen wir gerne. Wenn ihr sagt, ich habe schon eine Webseite, könnt ihr mal drauf schauen, ob ich richtig kommuniziere. Auch da schauen wir gerne drauf. Und wenn ihr natürlich sagt, hey, wir haben Bock, so einen Film zu machen, dann sowieso. Also kommt uns gerne besuchen. Und
Ihr könnt auch gerne euch mit mir connecten, am liebsten immer auf Instagram. Schreibt mir, wenn ihr irgendwann eine Frage habt, auch wenn ihr in 6 Monaten kommt und denkt, oh geil, brauche ich mal eine zweite Meinung. Haut mich einfach an, schreibt mir einfach, ja, und ich helfe jedem, so viel es kann. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen und ich freue mich, euch später noch am Stand alle zu sehen.